Ohne sie hätte ich nicht geschafft, immer stark zu bleiben. Mädchen brauchen weibliche Vorbilder, weil sie sich allein schon durch das Geschlecht verbunden fühlen. Am besten auch mehrere und verschiedene, um daraus das perfekte Selbst zu werden. Als Frau, finde ich, kann man sowieso nur von Frauen lernen. Was sollen wir uns schon bei den Männern abgucken? Hi, ich bin Mini. Hallo, ich bin Lea. Ich bin Anna. Von einer starken Frau habe ich gelernt, in schwierigen Situationen nicht aufzugeben. Dass man als Frau seinen Weg gehen und es alleine schaffen kann. Für mich selber einzustehen. Die stärkste Frau, die ich kenne, ist meine Mutter. Meine Mama. Meine Mutter, weil sie mich mit 18 Jahren alleine großgezogen hat. Sie hat einfach im Leben alles gemanagt und das komplett alleine. Weil sie trotz ihrer nicht so schönen eigenen Vergangenheit zu einem sehr schönen Menschen geworden ist. Meine Kindheit war geprägt von Krankheit, Sucht und Gewalt. Viele Sachen hatten halt auch mit der Krankheit meiner Mama zu tun. Meine Mama kam vor 30 Jahren nach Deutschland. Meine Eltern haben sich sozusagen getrennt und dann hat sie erstmal angefangen, in der Fabrik zu arbeiten und später hat sie sich selbstständig gemacht und hat ein eigenes Geschäft, wo sie Kleidung verkauft hat. Ich hatte in der 5. Klasse frisch die Schule gewechselt und wurde da auch gemobbt tatsächlich. Dann ging es weiter, dass ich dann eben mit ungefähr 15 Jahren diese schweren Depressionen damals entwickelt habe. Dadurch, dass meine Mutter viel Zeit mit mir verbracht hat, habe ich dann gemerkt, dass es Leute gibt, die mich lieben. Und sie hat mich auch dann davon überzeugt, die Therapie überhaupt zu machen. Und da hat sie mir auf jeden Fall sehr geholfen. Am meisten bewundere ich an dir, dass du so zielstrebig bist. Wenn du dir was im Kopf setzt, das setzt du auch um. Egal wie. Danke. Bitteschön. Obwohl viel im Leben passiert ist, ist sie emotional stabil und trotzdem guter Dinge. Und das finde ich halt unfassbar bewundernswert. Ich würde der Welt auf jeden Fall sehr gerne mitteilen, dass es nichts Verwerfliches mehr ist, in Therapie zu gehen. Und dass gerade über Mental Health Issues viel, viel mehr geredet werden sollte, weil so, so viele Menschen davon betroffen sind. Und wer ist dein weibliches Vorbild? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Frauen, wie ist der Satz nochmal? Das können Frauen besser, als sie denken, und zwar führen. Weniger arrogant sein. Grundsätzlich alles. Ich hätte gern den Mut meiner besten Freundin. Sie hat sich jetzt die Haare abrasiert, auf dem Kopf, aber nicht an den Beinen. Und den Mut von meiner Tante, weil sie sich mit gerade mal Anfang 20 selbstständig gemacht hat. Von Frau Angela Merkel, weil ich finde, dass sie viel Verantwortung übernimmt. Uns geht es hier relativ gut, aber das ist auch ein Privileg, was nicht selbstverständlich ist. Aus diesem Grund sollten wir immer das Geschehen mit beobachten. Meine beste Freundin bedeutet mir sehr viel, weil sie immer an meiner Seite steht, wenn ich sie brauche. Ohne sie hätte ich nicht geschafft, immer stark zu bleiben und für meine Mama da zu sein. Meine Tante ist Maßschneiderin. Sie hat ihr eigenes Atelier, ihr eigenes Label. Sie hat ihre erste Kollektion rausgebracht, die sie in ihrem Online-Shop vertritt. Da gehört für mich auf jeden Fall viel Mut dazu. Wir sind sehr verschieden, aber den gleichen Humor haben wir. Eigentlich lachen wir beide ganz schön viel. Über ganz viele stumpfe Sachen. Okay, wer ist die Stärkere von uns beiden? Beide stark. Und wir haben beide viel aus unserer Vergangenheit gelernt und können ganz viel stärker daraus schöpfen. Andere Frauen können sich auf jeden Fall von ihr abschauen, dass sie ihr Ding macht und darauf keine Acht gibt, was andere von ihr denken. Sich nicht außer Fassung zu bringen und standhaft zu bleiben. Dass wir uns gerade heutzutage alle supporten sollten, um uns eben gegenseitig zu stärken. Ich glaube, das ist so mit der größte Punkt, den sie mir auf jeden Fall mitgegeben hat. Ich sehe uns in 10 Jahren auf jeden Fall noch nebeneinander und miteinander. Und auch hinter und voreinander. Und über und untereinander. Ja. Ich wäre gern so cool wie... Weiß ich nicht. Emily Radakowski. Kiki Yang Zhang. Ich finde mich sehr cool. Emily Radakowski ist aktive Feministin. Sie steht für mich für Weiblichkeit und Feminismus zugleich. Wenn ich mich jetzt als Aktivistin sehe, ist die Amerikanerin Sofia Esperanza ein ganz großes Vorbild, weil sie regelmäßig auf die Straße geht und sich für die verschiedensten Themen einsetzt. Ich fühle mich auch eher als
moderne Feministin bezeichnen. Ich mag es auch modisch und stilvoll rumzulaufen. Und ich glaube, dass viele das Gefühl haben, dass sich das beißt. Du kannst nicht girly sein und feministisch. Warum? Das ist für meiner Meinung nach die falsche Ansicht. Subscribe für mehr Videos. Ich hatte als Kind immer diese typischen Bravo-Poster. Als Kind hatte ich ein Poster von Britney Spears an der Wand. Es waren halt, wenn dann irgendwie die Boybands, kann mich dann nicht daran erinnern, dass ich da irgendwann mal eine Frau an der Wand hängen hatte. Mein 10 Jahre jüngeren Selbst würde ich mit auf den Weg geben. Einfach mal das frei heraussagen, was sie damals gedacht hat. Mehr Selbstvertrauen zu haben. Genauso weiterzumachen und immer auf mein Herz zu hören. Es sollte vor allem jüngeren Mädchen näher gebracht werden, eben nicht nur Mama als Vorbild zu nehmen, sondern auch andere Frauen.